Hallihallo, willkommen in Ark Survival auf Lost Island. Wir sind hier jetzt morgens aufgebrochen, um ein bisschen zu erkunden. In die Mitte der Karte, nach Osten, nach rechts bin ich los und jetzt habe ich hier gerade einen Alpha-Raptor entdeckt, vor dem ich stehe. Ich war die ganze Zeit jetzt am Strand entlang gelatscht. Es kann natürlich sein, dass der nicht allein... Nee, der ist auch nicht allein. Da sind noch mehr Raptoren dabei. Da waren... Der ist... Wenn das mehrere sind, dann hat man keine Chance. Wenn das der Alpha ist und noch ein zweiter Raptor schon allein, das schaffe ich mit zwei nicht. Kommt, Jungs, wir gehen weiter. Ist auch schlecht, wenn man kein Fernrohr hat. Aber ja, das sind mehrere. Das sind drei sogar. Drei Raptoren. Ein Alpha und zwei normale. Ja, das ist chancenlos. Zu zweit. Da ist kein Start zu machen. Das kriegen wir nicht hin. So, ich bin jetzt auch auf der 50 gleich, was die Mitte ist. Ich suche ja ein Plätzchen zum richtig aufbauen. Schönen Platz. Für eine Basis. Pelagornis, ein Schwarzer. Bist du schwarz oder grün? Eher grün. Level 29. Vielleicht da vorne. Es könnte gerne noch ein bisschen heller werden. Kommt hier kaum voran. Bin schon ganz schön weit getrabt, aber die Karte ist wirklich groß. Die ist wirklich groß. Du bist schon wieder aufgestiegen. Aha. Was gebe ich dir denn noch? Nochmal Gewicht? Nochmal Gewicht oder Ausdauer? Nahkampfschaden. Du kriegst mal ein bisschen Sauerstoff. 180. Weil dein Kollege hier, der hat nämlich auch mehr Sauerstoff. Der hat 195. Ausdauer, Nahkampfschaden. Wer sich wundert, dass ich hier schon 130 Bewegungsgeschwindigkeit habe, der kann das erste Video nochmal angucken. Das liegt an meinen Einstellungen. In den erweiterten Einstellungen. Bezüglich gezähmter Dinos. Gesundheit. Ich gebe dem auch mal noch ein Gewicht drauf. So, der hat Nahkampf 426, Gesundheit 448. Der ist schon wieder aufgestiegen. So, der kriegt noch ein Gewicht. Okay, lasst uns reiten. Lasst uns gehen morgen reiten. Ist das ein Fluss, der hier reingeht? Sieht so aus, dass hier ein Flüsschen reingeht. Ja, ist so. Mojobs läuft da.
So, da schwimmen wir hier nochmal durch. Ja, die ist kalt. Im Wasser ist kalt. Hast du es geschafft? Sind wir? Da sind wir. Jetzt sind wir auf dem 50. Breitengrad. Und wenn ich da oben die Bäume abholze, dann könnte ich mir vielleicht da oben eine Festung bauen. Wäre so eine Möglichkeit. Oder erstmal hochkommen. Erstmal da irgendwie hochkommen. Das ist immer schlecht mit Raptoren durch so einen Wald, die bleiben immer an den Bäumen hängen. Kommen wir vielleicht von der anderen Seite irgendwie da hoch? Hier musst du hoch, Kleine. Und der kommt raus. Das ist ja gefährlich hier. Da fällt man hier mal in so Felsspalten rein. Kommt vielleicht nie mehr raus. Ja, das ist verdammt steil. So, ihr bleibt mal hier, ihr zwei. Ich guck mal, ob ich so da hochkomme. Auch schlecht. Oben gerne mal einen Überblick verschaffen. Geht nicht. Klappt so nicht. Da noch mal nach vorne, das sah ein bisschen schräger aus. Nicht hängen bleiben. Da sieht es ein bisschen schräger aus. Da kommt man vielleicht hoch. Ein Tech-Raptor.
Ich mag diese Tech-Tiere eigentlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diese Tech-Tiere nicht so. Das ist mir zu technisch. Das ist mir hier so irgendwie lieber, wenn das so mehr urweltlich ist. Ja, wenn man hier eine Mauer einzieht. Es wäre natürlich viel Bauarbeit mit viel Stein. Hier so eine Mauer durchziehen. Und hier so quasi am Rand wohnen. Aber hier geht es natürlich nur voll in den Wald rein. Anschließend. Ja, hier geht es volle Kanne in den Wald. Das wäre nicht schlecht, wenn das offen wäre. Schade. Runter kommt man damit. Schon wieder ein neuer Level für mich. Was nehme ich mir denn da? Nahkampfschaden. Zu viel Schaden ist auch nicht gut, aber zu wenig ist auch schlecht. Schwierig. Ja, ich gehe mal Nahkampfschaden rein. Da gebe ich mal einen drauf. 105. Aber die Kombis. Kombis. Ah Mann, ist das immer so dunkel hier. Wo bin ich denn hochgekommen? Hier. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Hops. Jetzt wird es langsam heller. Was ist denn das für ein komischer Stein da draußen? Der sieht ja irgendwie merkwürdig aus. So weit rausschwimmen will ich auch nicht. So, wir sind jetzt hier. Das heißt hier um die Kurve rum. Kann ich dann weiter schon? Das heißt natürlich dann auch, dass ich den ganzen Krempel nochmal bauen muss, den ich jetzt schon gebaut habe. Da vorne ist schönes Licht, es ist hell, da wollen wir mal hin. Da scheint schon die Sonne. Also genau die Mitte ist es noch nicht. Das ist noch mal ein ganzes Stück weiter da rein. Die Mitte. Da wo der Wasserfall ist, da hinten. Da ungefähr müsste es in etwa die Mitte sein dann. Ja, vielleicht noch nicht mal. Vielleicht noch ein Stück weiter. Das ist eine Riesenkarte. Eine riesen Map. Ja, da hinten bei diesem Wasserfall. Da werde ich mal bis dahin tigern.
echt schön dabei. Auch schön hier. Am See gelegen. Das ist die Richtung. So eine Bucht ist das hier. Ja, da oben, das ist auch so ein Vorsprung, wie ich ihn mir vorstellen könnte. Man kriegt schon wieder Levels drauf. Natürlich. Das geht ja hier ruckzuck. Du kriegst jetzt 448, 172, 195. Gib dir mal Gesundheit. 517 Gesundheit. Und du kriegst auch Gesundheit. 64. Und da freuen die sich immer. Das da oben. Das ist interessant, der Stein. Da oben drauf. Rennt da ein Parasaurus. Der rennt wieder vor irgendwas weg. Kommt man da hoch? Hier nicht. Also im Zweifel müssen wir da eine Treppe fahren. Aber dieser Bogen ist ja auch schön. Da oben drauf gebaut. Wäre so eine Variante. Das sieht gut aus. Ein Kano ausgerechnet. Der hat auch Keratin. Und das waren 44er. Wäre eine Zähmung auch wert gewesen. Ich bin jetzt hier wo? Na gut, das ist ja ziemlich die Mitte. Ziemlich. Da oben drauf. Das könnte nicht uninteressant sein. Wir haben hier gleich Wasser in der Nähe. Was denn jetzt schon wieder? Schade. Sie hat eine Flasche stehen lassen. Pfeile. Das kann ich auch mitnehmen. Schon wieder Level. Schon wieder Level. Jungs, ihr seid ja fit. Ihr kriegt nochmal Gesundheit drauf. 586. Der hat 567. Der hat jetzt 693 schon. Viel zu viel Fleisch zum Schleppen. Er muss jetzt allerdings auch mal wieder nur ein bisschen gesunden. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da hoch? Hier durch Schnee, das geht auch nicht. No chance. Also das geht nur von da hinten entlang. Das ist natürlich ein weites Stück.
Wie könnte man da einen Abgang bauen? Da hier runter. Meinst du, wir kommen da hoch? Schwierig. Nicht hoch. Der kann nicht hoch genug springen. Komm ich da hinten rein? Vielleicht geht's da nochmal einfacher. Hier rüber. Ja, das klappt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen. Man könnte dann hier eine Treppe reinbauen. Oder so eine Art Rutsche. Ach, schade, geht nicht. Ich würde gerne mal da oben drauf mich stellen. Gucken, wie das da aussieht. Könnte man nämlich da hier so einen Abgang runterbauen aus Stein. Da wo dieser schräge Stein ist. Da käme man praktisch dann direkt auch hier runter an den Strand. Eine Wasserleitung können wir hochlegen für Wasser. Ja, und Sako, was willst du denn? Gewicht, Bewegungsgeschwindigkeit, Nahkampfschaden. Ist das dieser Wasserfall, den ich gesehen habe? Wahrscheinlich wieder jede Menge Fleisch jetzt hier im Raptor. Oh yes, ja, aber ansehen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Drei Nagobären. Das ganze Zeug verfällt nur schnell. Das kann ich im Moment mal wegwerfen. Dieses Filet. Die Sarko-Trophäe. Zehnerrüstung, Elferrüstung. Können wir auch wegwerfen. Zu schwer darfst du mir auch nicht werden. Die Bären. Werfen wir mal weg. Keratin kann ich auch gebrauchen. Ich krieg schon wieder zwei Levels drauf.
Du kriegst einen Nahkampfschaden. Du bekommst einen Nahkampfschaden. Und du bekommst von mir erstmal alles weggeworfen. Rüstung 10,5. Ach, die habe ich nicht dabei. Ja, ich nehme die mal mit. Muss ich dann zu Hause checken. So, du bekommst von mir, der hat Nahkampfschaden. Muss ich nochmal gucken. Der kriegt ja schon wieder ein Level. Der kriegt ja schon wieder ein Level drauf. Wahnsinn, wenn man mit denen unterwegs ist. Da leveln die hoch wie nix. Also der ist jetzt schon gut bei Gesundheit. Der kriegt noch mal ein Gewicht drauf. Und der kriegt einen Nahkampfschaden drauf. Hier scheint es hoch zu gehen. Man scheint hier da hochzukommen. Ja, da kommt man hier oben drauf. Und hier ist ein schöner Wasserfall. Hinter den Wasserfällen sind ja auch oft Höhlen. Aber ich möchte eigentlich gar nicht in der Höhle wohnen. Das ist mir zu duster. So dunkel. Also hier kommt man dann schon mal runter über einen Umweg. Hey, wo bist du? Jetzt hat er es geschafft. Wer läuft sich da? Es ist kalt hier. Du bist dabei? Ja, es ist ziemlich schräg hier. Das müsste man dann erstmal gerade kriegen. Mit Steinplatten. Mit Steinfundamenten. Kriegt man das gerade. Das wäre machbar. Wäre doch ein ganz netter Platz. Gut, wir sind hier nicht genau in der Mitte. Aber etwas erhöht. Da vorne könnte man eine Mauer einziehen. Sehen zum Dichtmachen. Platz ist noch ausreichend da. Platz wäre noch genug. Schade, dass das so dunstig ist. Ein Stego. Ein Stegosaurus. Ja, das ist dieser Vorsprung hier.
jetzt kalt, ja. Und ich habe noch schon Lederkleidung an, die zum Glück ein bisschen wärmt. Ja, das ist echt zu überlegen jetzt hier. Da vorne wäre mehr die Mitte. Da drüben. Also das ist schon mal ein schöner Platz. Da drüben, das mit dem Wasserfall sieht auch schön aus, aber das ist eigentlich schon wieder zu hoch. Ja, weil ich will ja auch auf den Boden runterkommen. Mit in vernünftiger Fahrart und Weise. Also das wäre schon mal hier ganz nette Ecke. Ist natürlich nicht genau in der Mitte, aber naja, was will man mehr? Und drüben ist schon wieder höher. Das ist dann schon wieder so eine Sache mit auf den Boden kommen. Auch wenn man dann Rechse hat und so. Schon ausbauen. Nicht mal glatt kriegt man das hier auch. Mit Fundamenten von der S Plus kriegt man das geregelt. Die kann man übereinander stapeln. Die Fundamente aus der S Plus Erweiterung. Und dadurch könnte man das schon ziemlich gerade kriegen. Und mit Pfeilern könnte man das sogar zu einem noch größeren Plateau erweitern, indem man eben einfach Pfeiler drunter setzt. Das wäre eine Möglichkeit. Da ist man gegen den zukünftigen Angriff von so einem Rex, wie der vorhin aus dem Wald geschossen ist, ist das natürlich noch eine Variante. Dagegen werden wir dann schon mal geschützt. Ja, das wäre schon mal eine interessante Variante hier. Okay, der folgt dem Raptor und nicht mir. In Ordnung. Was habe ich so dabei? Ich habe eigentlich alles dabei, was man zum Bauen braucht. Fasern, Holz und Stroh. Kriegt man das hier clean und hat gleich Baumaterial.
was gebe ich denn hier drauf? Ah, jetzt wird es langsam schwierig hier. Ich nehme nochmal ein rundes Gewicht. So, wir bauen jetzt hier. Schränke hin. Nebeneinander bitte, nicht einen vor den anderen. So. Da haben wir schon mal zwei Schränke. Da können wir nämlich hier den ganzen Krempel unterbringen, den wir hier haben. Das kann ich da auch reinlegen. Und die Trophäe kann ich da auch reinlegen. Das geht ja hier nicht verloren. Ich bin ja Singleplayer. Und da ist das kein Thema. Schwer. Na, wo ist denn mein Mauszeiger? Da. Wo waren die jetzt da? Kiste. Ist natürlich ein Haufen Arbeit, ne? Muss man schon sagen. Das ist ein Haufen Arbeit. Hier so ein Steinplateau drauf bauen. Haben wir endlos Steine. Das heißt, ohne Dödikurus geht da schon mal gar nichts. So, da haben wir schon jede Menge Holz da drin. Ohne Ende Holz. Aufpassen, dass man hier nicht runterfällt beim Arbeiten. Das kann ganz schnell gehen.
Also wenn ich dann Argentavis habe, kann ich notfalls das Zeug auch hier holen. Herfliegen ist einfach. Die Bäumchen da, die kann man auch noch schnell abholzen, die sind ganz schnell weg. Und wir haben Holz ohne Ende. Holz ist dann hier eh kein Mangel, eher an Steinen. Die müssen wir von da unten holen. Da hinten sind noch jede Menge Steine. Ja, und da hinten ist ja auch der Weg hier hoch. Und da sind ja auch Steine erstmal für den Anfang, da im Wald. Das wäre so ein Plätzchen, das mir gefallen könnte. Ein bisschen mit Aussicht. Das wäre schon ganz nett. Tja, hinterlasst doch mal einen Kommentar, ob ich das hier ausbauen soll oder nicht. Ob ich mir hier da eine Basis baue. Auf dem Podest hier. Oder ob ich das an einer anderen Stelle eher bauen soll. Nochmal was anderes suchen soll. Also wie gesagt, in der Höhle würde ich jetzt nicht gern wohnen. Das ist mir zu duster da. Dann gibt es vielleicht nur einen Ein- und Ausgang. Da ich ja hier Singleplayer spiele, ist das nicht relevant. Zu viel Sicherheit. Mir geht es hier nur um die Sicherheit vor den Dinos. Und um eine schöne Aussicht. Wie gesagt, die Arbeit ist natürlich immens dann. Aber das kann man ja Schritt für Schritt ausbauen. Stück für Stück. Ja, man kann ja hier schon mal erstmal in der Mitte anfangen. Und arbeitet sich dann langsam nach hinten und vorne durch. Da kann man eine Mauer einziehen, da vorne. Die muss auch gar nicht so groß sein, weil das halt ein relativ enges, kleines Stück hier ist. Ja, einfach hier so eine Mauer hier so rübergezogen. Weil der Platz, den man hier schaffen kann, der ist schon ausreichend. Mehr als ausreichend. Wenn dann erstmal mit Stein, Fundamenten und so hier gearbeitet ist. Das könnte zum Beispiel sowas sein. Das könnte eine nette Ecke sein, weil man ist erhöht, aber man ist auch nicht zu hoch wie da drüben auf diesen Plateaus. Das ist dann schon wieder viel zu hoch, um auf den Standard-Erdboden runterzukommen. Wobei ich natürlich nicht weiß, was da hinter dieser Wand aus Bäumen ist. Sagten die Zeit. 8.03 Uhr. Ja, schön. Jetzt sind wir wenigstens hier mal gewesen und haben uns diesen Flecken schon mal angeschaut.
isst man natürlich auch rot. Wie gesagt, ich würde da eben gegebenenfalls da diese Steinrampe, diese natürliche, die da ist, die würde ich dann nutzen. Und da vielleicht dann praktisch einen Weg runterbauen. Er kämpft schon wieder gegen den Drogen. Nö, das war auch ein Raptor. Die nicht so im Freien sieht, sondern im Wald, ist es immer schlecht, so einen Raptor zu fangen. Das ist dann kein Optimum. Hier geht der Weg noch weiter. Ist natürlich eine riesige Karte hier. Mein Gott. Ob das hier Wege sind, ist ja nett. War das ein Kanu? Nee. Erst Moment gedacht, das wäre ein Kanu. Bergauf. Ja, Jungs, ihr steht jetzt hier im Wege. Ihr steht uns im Weg. Lauter Stegos. Erstmal Wasser. Ich bin jetzt wieder voll mit Wasser. Das passt. Hier könnte eine Höhle drunter sein, auch unter dem Wasserfall. Theoretisch. Schlechtes Wetter ist natürlich nicht toll. Na. Schlechtes Wetter ist keine gute Sache. So, was haben wir denn hier wieder zu vergeben? 2 Punkte. Hier geben wir Leben. 6,55 Leben. Der hat schon 6,93 Leben. Okay. Dann hast du... Ich muss mich mal so hinstellen, dass ich die beide erwischen kann. Ja, so, genau. Du hast... 172, 195. Und du hast 224, 180. Ausdauer. Geben wir dir mal auch noch ein bisschen Ausdauer. Und dann bist du schon mal satt. So, hier haben wir 1584, 290, 494. Soll ich dem nochmal Gewicht drauf geben? Ich will die relativ gleich halten. In den Werten. Ausdauer 195. Das macht ja, die Ausdauer macht ja nur was aus, wenn einer drauf sitzt. Ansonsten haben die endlos Ausdauer, wenn kein Reiter drauf sitzt. Das ist
war wichtig für das Reittier vor allem. Und das Gewicht natürlich auch. Nahkampfschaden. 4,94. Gewicht ist natürlich, damit er viel tragen kann. Macht das natürlich Sinn. Was gebe ich dir denn? Zwei Punkte kann ich dir geben. Ausdauer, Gesundheit. Ja, komm, Gesundheit. Und Nahkampfschaden. So, haben wir das. Was habe ich denn hier aufgesammelt? Kothaufen. Brauche ich jetzt keinen. Schaden, jetzt ist nicht so zwingend wichtig. Ich habe ja Waffen. Und die Waffen werden ja auch immer besser. Das ist also von daher der Nahkampfschaden gar nicht mal so wichtig. Ja, ich gebe da nochmal 120 drauf, aber das war's dann auch. Da gehe ich jetzt lieber nochmal auf Gesundheit. Handwerkliches Geschick. Schaffst du es? Hier wird es schwierig. Da drüben ist auch wieder so eine Stelle. Die ist allerdings noch weitaus höher. Die wäre mir viel zu hoch. Wo ist denn jetzt der Kollege abgeblieben? Da ist er ja. Dauernd muss man dich suchen, weil du so grün bist. Du bleibst jetzt da mal stehen. Stehst gut da. Ich guck mir das hier nochmal ein bisschen genauer an. Ich will da nochmal hoch. Ich suche ja auch Kristall. Hier war nämlich so eine Art Weg. Da kommt mir der andere nur nicht hinterher. Bis auf die Spitze fast. Boah, die ist ja riesig, die Map. Guck dir das an. Wie weit. Das ist ja Wahnsinn. Und da ist auch nochmal so ein wichtiges Hochplateau. Der Berg da. Direkt hier voraus. Ja, ich wollte nicht pfeifen.
ich jetzt? Da ist so irgendwie so was Kreisrundes direkt neben dem Pfeil links. Was das sein könnte? Das ist da mitten im Wald. Neben dem Pfeil, so was Rundes. Jetzt wird da. Jetzt würde ich direkt drauf gucken. Ja, das ist ja merkwürdig. Naja. Es ist halt sehr viel Wald hier. Sehr viel dichter Bewuchs. Das wäre nun die Frage. Also in die Richtung geht es noch mal weiter in die Mitte rein. So, du darfst wieder folgen. Das ist das Problem. So durch den Wald mit den Tieren. Die bleiben immer irgendwo mal gerne hängen. Da muss man echt aufpassen. Licht. Das wäre die Richtung. Du bist schön dabei, ja. Ich sehe nichts. Hier kommt man wieder nicht durch. Ja, er
Ja, das ist das Problem, dass die dann an den Bäumen hängen bleiben. Dann müssen wir noch einen Umweg gehen. Hier bin ich. Das ist festgeklebt. Am Baum festgeklebt. Mann, ist das ein Tisch der Wald hier. Voller Tiere. Nee, hier kommen wir nicht durch, Kollege. Da klemmt wieder jemand irgendwo am Baum. Gibt es auch diese Käfer? Nö. Da ist er. In die Richtung. Ach, er klemmt hier am Baum. Dann hauen wir den Baum mal oben, dann kommt er auch frei. Das ist schon ein dichtes Wäldchen hier. Mann, oh Mann. Wieder Licht, hier wird es wieder freier. Schön. Und das ist praktisch die Kartenmitte, direkt da vor mir. Das ist die exakte Kartenmitte, aber der Weg dahin ist beschwerlich. Das wollte ich nämlich machen. Das war jetzt mein Ehrgeiz. Hier in die Kartenmitte kommen. Aber hier kommt man jetzt nicht runter. Höchstens in Todstürzen. Hier kommt man so nicht nach unten. Na, die Dinos, die sind jetzt irgendwie da runtergekommen. An der Seite. Da ist dann so ein Schlammloch. Das ist ein Redwood. Roter Wald. Die sind doch hier irgendwie runtergefallen.
funktioniert. Ich bin noch nicht ganz unten. Es ging jetzt voll durch den Dschungel. Ich muss da immer rückwärts gehen, sonst... Da, genau, das ist nämlich das Problem. Da fallen die Jungs nach unten. Na, das ist dumm. Der ist jetzt runtergefallen. Der kommt da nicht mehr hoch. Ich muss da runter. Zu meinem Grünen. Das ist keine Höhle. Hier hat man immer Wasser. Wenn man hier baut, hat man immer Wasser. Die haben schon wieder Levels. Ist ja schön. Ist ja schön. Ja, was gebe ich dir denn mal drauf? Ich gebe dir hier noch mal Sauerstoff. Dann hast du nämlich genauso viel Sauerstoff wie der Kollege. Nee, der hat nur 100 Sauerstoff auf einmal. Der hat doch auch 195. Ach, das bin ich. Das war ja, das bin ich ja schon wieder ich. Ich krieg ja auch einen Punkt. Was na? Gut, 280 Gewicht hört sich auch gut an. So, dich wollte ich sehen. Genau, hat nämlich auch 195. Ja. So, da haben wir auch einen Nahkampfschaden drauf. 562%. 534. Mhm. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Lebendig da runterkommen. Kommen weder rechts noch links wieder hoch. Der Kollege ist schon wieder runtergefallen. Ja, der wird jetzt auch unten ankommen. Da ist er ja. Wir sind also jetzt hier praktisch so gut wie in Kartenmitte. Noch ein paar Meter und wir wären exakt in der Mitte. Ein paar Meter in diese Richtung. Naja, nicht ich. Meine netten Freunde hier, auf denen ich hier reite. Das ist der Redwood. Schön. Wieder ein Kano da vorne. Nee, das ist so eine. Er hat sich da festgeklemmt. Oh.
kann mich gar nicht wehren. Jetzt. Ich war eben wie gelähmt. Von diesem Viech. Der Kanu da, der soll nur mal davon bleiben. Ich will in die Tasche schauen. Schon wieder so ein Raptor. So ein Mikroraptor. Die sind fies, sind diese Mikroraptoren. Echt fies. So sieht es in der Kartenmitte aus. So voller Wald. Ein weißer Stein? Nee, der ist nicht weiß. Das ist nur die Sonne. Ein lila Erdrock. Was mag da wohl drin sein? Mit rotem Kreis. Plan Leiter aus Metall brauche ich nicht. Was war das jetzt für ein Sattel? Dunkleosteus Sattel mit 99 Rüstung. Überragend. Ja, und hier haben wir Stühler Coleo Hakenklaue. Feine Sachen. Ach, der hat ja schon wieder so viel Zeug dabei. Ausdauer braucht er eigentlich keine mehr. Sich die Gesundheit hoch. Schon wieder einen roten weißen Pfeil? Nein. Du hast keinen Pfeil. So. Unten ist ein Weg. Und da ist ein Äffchen. Das sieht aus wie ein Pavian. Das ist so ein Pavian. Das kenne ich noch gar nicht, das Tier. Was da rumhüpft. Der Pavian da. Den kenne ich überhaupt nicht. Das Äffchen da. Wo sind denn eigentlich meine Raptoren hin? Wo sind denn die jetzt schon wieder? Ach so, ein Dino-Feind ist schon was Tolles. Da seid ihr hier.
Ihr habt da alles weggefressen. Daily Kuros 29 Level. Ist verlass. Das muss man schon sagen. Mittlerweile sind die auch so stark. So, ich möchte mich wieder auf den Heimweg machen. Wenn ich jetzt hier entlang gehe, komme ich direkt erstmal wieder zum Wasser. Da fahre ich schon wieder in Carnotaurus. Da komme ich wieder direkt an den Strand. Wenn ich allerdings diesen Weg gehe, wäre es kürzer. Aber auch gefährlicher. Da käme ich an diesem komischen Auge da vorbei, das da ist. Das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ein dickes Stück Haut. Ein dickes Stück Stoff. Ich sollte nicht so viel selbst tragen, weil sonst bin ich plötzlich unbeweglich, wenn ich vom Raptor falle. So, der braucht nicht so viel Fleisch. Und die Beeren braucht er überhaupt nicht. Aber die könnte ich mal essen. Dann sind sie weg. Ja. Sind sie verschwunden. Na gut. Was hast du denn noch so dabei? Da kriegt auch ein Level drauf. Da geben wir... Was geben wir dir? Gesundheit. Ja. Da können wir auch ein bisschen Fleisch wegwerfen. Die Kürbis kann ich jetzt nicht mitnehmen. Also, der Weg hier in die Richtung ist schon okay. Das Wetter ist nur blöd. Aber wir werden jetzt diesem Weg mal ein bisschen folgen. Ja, so werden wir das machen. Dann sage ich erstmal an der Stelle aber danke fürs Zuschauen und alles Gute. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.